Also, ich habe hier jetzt echt einen schweren Stand, weil meine Folien sind total langweilig, im Gegensatz zu denen, die bisher hier waren. Was auch daran liegt, dass mein Job hier mit Sicherheit der langweiligste ist von allen, die hier wahrscheinlich da sind. Als Anwalt hat man in seinem Leben überwiegend, also zumindest habe ich das bisher so erlebt, Fails, ja, weil das irgendwie. Also vor Gericht ist halt immer so, einer muss gewinnen, einer muss verlieren. Meistens bin ich derjenige, der, gut, lassen wir das. Das ist aber der lustige Teil des Jobs. Also der lustige Teil des Jobs ist eigentlich nicht der, über den ich hier sprechen darf, leider. Der lustige Job, ich mache nämlich ansonsten auch ganz viel so Presserecht im Bereich Yellow Press und Urheberrecht und so. Und das ist alles immer sehr amüsant, wenn man da über irgendwelche Promi-Hochzeiten hört. Aber ja, daneben mache ich auch ernsthafte Dinge, wie zum Beispiel mich mit Open Licenses beschäftigen. Und das Ganze hat im Grunde vier Elemente. Ein Element ist, ich mache ganz viel Schulung. Zweites Element ist, ich mache ganz viel Gestaltung. Wenn ich von Gestaltung spreche, meine ich Vertragsgestaltung. Also Leuten sagen, wie sie am besten ihren Lizenzdschungel klären, damit sie hinterher keinen Ärger kriegen oder die Ziele erreichen, die sie sich vorgenommen haben. Der dritte Punkt ist dann License Enforcement sozusagen. Also offene Lizenzen sind ja schön und gut, aber wenn sich am Ende keiner dran hält, dann kann man sich auch sparen und alles Public Domain machen. Deswegen so ein bisschen Enforcement braucht es dann auch. Und der eigentlich aber ja, mich momentan am meisten beschäftigende Punkt beim Open Licensing ist der Bereich Missbrauch. Natürlich nicht durch mich, das ist klar, sondern durch eine ganz böse Abmahnmafia, die also sich offene Lizenzen zur Beute macht, um damit richtig Geld zu machen. Und irgendwie ist das ein Problem, das man noch nicht so richtig in den Griff kriegt. Und da wäre vielleicht auch dann euer Input nochmal gefragt später. Ja, wenn ich über Schulung rede, also vielleicht noch eine kleine Ansage vorneweg. Ein weiteres Problem, das man als Anwalt so hat, ist, wenn man hier so einen Vortrag hält und über seine Arbeit sprechen soll, dann hat man das Problem, dass man dabei meistens keine Namen nennen darf, weil ansonsten macht man sich strafbar. Ich kann also hier jetzt nicht immer unbedingt sagen, über wen ich rede, aber naja, vielleicht kann man es ja auch so rausfinden. Bildungseinrichtungen. Ja, also interessanterweise sind in den letzten Monaten und Jahren einige Museen, auch aus Berlin, auf mich zugekommen und haben sich mal danach erkundigt, wie sie es eigentlich möglich machen können, ihre eigenen Bestände zur Nachnutzung freizugeben für Nutzer. Das finde ich deswegen besonders schön, weil ich an einem anderen Front sozusagen einen Kampf mit einem Museum austrage, das also genau die Nachnutzung seiner Bestände verhindern möchte. Da habe ich kürzlich erst einen Gerichtstermin in Stuttgart dazu gehabt, der wird noch eine Fortsetzung finden. Andere Museen gehen da den Schritt weiter und wollen von sich aus also die Nachnutzung erleichtern, was ich sehr schön finde. Nicht nur Museen allerdings, sondern auch die Berliner Verwaltung. Wie viele vielleicht wissen werden, gibt es ja doch jetzt einiges auch vom Gesetzgeber in Sachen Open Data, also offene Daten. Es gibt ein Datenportal in Berlin, es gibt ein Datenportal des Bundes. Da ist momentan noch nicht so viel los, wie wir es gerne hätten, aber es wird. Da besteht erheblicher Beratungsbedarf, gerade bei der Frage der Behörden, wie lizenzieren wir eigentlich die Daten, die wir da rausgeben, ja? Also was erlauben wir den Nachnutzern und was erlauben wir ihnen nicht? Und die Philosophie ist eigentlich mittlerweile, dass man sagt, man möchte eigentlich möglichst viel ermöglichen und möglichst wenig Lizenzärger machen. Ich hatte kürzlich da eine Schulung in der Berliner Verwaltung gehalten und konnte tatsächlich, und das verbuche ich mal als ein Win meiner Arbeit, und konnte die davon überzeugen, tatsächlich hier auf CC Zero umzuschwenken in Berlin, also in ganz erheblichem Maße, was natürlich eine super super Sache ist. Bisher haben sie immer alle Share-Alike-Lizenzen oder irgendwas verwenden wollen. Gerade für Daten halte ich das eigentlich für völlig ungeeignet und bin sehr froh, dass man da jetzt irgendwie, so wie Wikidata das ja auch macht, gerade für Datenbanken dazu übergeht, hier völlig aufs Copyright zu verzichten. Womit wir schon so ein bisschen den Bereich Gestaltung streifen. Ich arbeite auch für eine politische Stiftung, die ich also sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen der Grenzbereich zwischen Beratung und Gestaltung, auch wieder eher so eine Win-Sache, würde ich fast sagen, ja, nicht ganz. Konnte ich davon überzeugen, künftig in Verträgen mit ihren Dienstleistern, Agenturen, Werbeagenturen und so weiter dazu überzugehen, von denen zu verlangen vertraglich, dass die Sachen, die sie also herstellen, offen lizenziert werden unter einer Creative Commons Lizenz, was sehr schön ist. Bisschen schade ist, dass aus Kostengründen da wahrscheinlich in der Regel nur eine Non-Commercial Lizenz bei rausspringen wird, weil die Agenturen dann doch meistens sagen, naja, ohne Non-Commercial wäre doppelt so teuer.
Und das wollen die Stiftungen dann doch leider nicht mitmachen. Genauso im Bereich Wissenschaftseinrichtungen, da sind wir ziemlich, da müssen wir ziemlich harte Nüsse knacken, wenn man da erreichen will, dass man also auch eine Doppellizenzierung für Open Access Formate ermöglichen möchte. Das fällt den Wissenschaftseinrichtungen doch sehr schwer, nicht weil die das nicht wollen, sondern weil ihre Verlage das nicht wollen, bei denen sie eben die Primärpublikation machen und die sich dann sehr anstellen, wenn man da irgendwie noch auf freie Lizenz nebenbei möchte. Also das ist dann eher so dem Bereich Fail zuzuordnen. Da sind wir bisher noch nicht da, wo wir gerne wären. Interessant natürlich, weil so ein bisschen konfliktreicher ist natürlich der Bereich License Enforcement. Da machen wir, also die Kanzlei JBB, in der ich arbeite und ich auch persönlich relativ viel. Wir haben momentan ein schönes großes Musterverfahren zum Thema Open Source, also die GPL Version 3, durchzusetzen gegen VMware. Darüber kann ich reden, weil das auch mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird. Wir haben da einen Fall. Herr Helwig, ein Kernel-Developer des Linux-Kernels wehrt sich da eben gegen die Nutzung seines Codes durch VMware. VMware hat den Code, ich kriege den Fall nicht komplett zusammen, weil ich ihn nicht selber betreue, sondern ein Kollege von mir, in irgendeiner Weise wohl genutzt. Und es geht jetzt darum, durften die das in der Weise oder nicht. Das Landgericht Hamburg, so sad, so-called Judges, hat also die Klage abgewiesen mit dem Argument, ja, er hätte nicht nachgewiesen, dass er also überhaupt der Entwickler sei. Ziemlich schwaches Argument. Ich glaube, die wollten sich einfach nur um die eigentliche Frage drücken. Jetzt liegt es beim OLG, mal gucken, wie es weitergeht. Creative Commons Lizenzen, da mache ich relativ viel. Da läuft es besser, also nicht so sad. Wir haben beim Landgericht Berlin mal kürzlich ein interessantes Fällchen gehabt, wo es um die Frage ging, wenn, sagen wir mal, eine rechte Partei, nennen wir sie, naja, nennen wir sie nicht. Ich glaube, das wird hier irgendwie aufgezeichnet. Wenn es nicht aufgezeichnet, hinterher erzähle ich, welche Partei es war. Sagen wir mal, eine Partei nutzt ein Creative Commons lizenziertes Bild und vergisst, macht dabei eigentlich fast alles richtig, vergisst aber den Link auf die Lizenz. Kann man das abmahnen? Landgericht Berlin sagt, ja, man kann. Bitte nicht weitersagen, weil das macht eigentlich jeder falsch. Ja? Okay, andere Frage. Also auch die guten. Andere Frage. Interessanter Fall auch gewesen, schon ein bisschen älter. Ein Verlag geht hin und behauptet, klaut einen Text aus Wikipedia und sagt, den habe ich geschrieben und verkauft den. Ne? Fand der Urheber, also der Wikipedia-Autor, nicht so lustig. Haben wir auch eine einstweilige Verfügung dagegen erwirkt. War ganz schön, weil das mal gezeigt hat, was in Wikipedia ist, ist auch nicht unbedingt für lau verschenkt. Ja? Herausforderungen hier aber natürlich: Community-Oriented License Enforcement. Also, was ist das gute License Enforcement und was ist die böse Geldmacherei. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man irgendwie in der Community so ein bisschen ethische Standards herausarbeitet, unter welchen Bedingungen man auch mal vor Gericht geht wegen einer Lizenzverletzung, unter welchen Bedingungen man es aber vielleicht auch eher lässt, weil das natürlich auch durchaus dem Gedanken schaden kann der freien Lizenzen, wenn die Leute davon abschrecken, zurückschrecken, das zu nutzen, weil sie irgendwie sehen, da wird man ständig für verklagt, wenn man das macht. Das kann natürlich auch nicht sein. Wobei, also insofern eine Frage des Strategic Litigation auch, wo wir dann schon beim letzten Punkt wären, Missbrauch. Also eine große Herausforderung nach meinem Empfinden ist im Bereich offene Lizenzen momentan der Missbrauch der offenen Lizenzen. Leute, die Creative Commons Honeypots aufstellen, so würde ich das mal nennen. Also Leute, die ihren Kram in Wikimedia Commons reinkippen oder in Flickr oder irgendwo und das unter eine freie Lizenz stellen und dann jeden abmahnen, der irgendwo den Namen oder Lizenz mit einem Buchstaben falsch geschrieben hat. Das Problem ist, die Lizenzen geben das her. Und die Lizenzen geben das her, dass man dann auch Schadensersatz dafür verlangen kann. Und das diskreditiert aber natürlich den ganzen Gedanken der freien Lizenzen völlig. Und deswegen ist das eine große Herausforderung, die mich auch vor eine Herausforderung stellt, als jemanden, der auf der einen Seite natürlich an License Enforcement im Bereich Creative Commons interessiert ist und auf der anderen Seite aber auch diesen Missbrauch sieht. Ich bewege mich da echt in einem das ist eine schwierige Gratwanderung auch für mich zu sagen, das ist das Gute und das ist das schlechte License Enforcement. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Da würde ich mir wünschen, hier auch vielleicht in ein paar Gesprächen mal neue Lösungen zu entwickeln. Also seid ihr herzlich eingeladen, mir auch mal ein paar Impulse mitzugeben. Das war es dann schon von mir und jo, bis später.